Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal ein schnelles Ciabatta-Brot machen. Dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 500 Gramm normales Mehl, dann 450 Milliliter normales lauwarmes Wasser. In das lauwarme Wasser gebe ich einen Teelöffel Zucker und zu dem Mehl habe ich 1,5 Teelöffel Salz dazu. Dann brauche ich noch etwa eine Trockenhefe oder einen halben frischen Hefewürfel. Den löse ich dann in dem Wasser kurz auf und verrühre ihn mit dem Mehl zu einem Teig. Anschließend rühre ich den Teig an, gebe das Wasser zu dem Mehl. Wenn der Teig zu flüssig ist, einfach noch etwas Mehl zugeben. Und zwar so lange, bis sich der Teig von der Rührschüsselwand löst. Danach geben wir dem Teig eine Teigruhe von 1 bis 2 Stunden. Nach der Teigruhe kneten wir den Teig kurz durch und formen ihn zu einem Laib. Bemehlen ihn etwas und heizen den Backofen vor bei 250 Grad Celsius. Da wollen wir das Brot 30 Minuten backen und nach 10 Minuten schalten wir den Ofen runter von 250 Grad auf 220 Grad Celsius.